Hallo Leute, da bin ich seit langer Zeit mal wieder mit einem kleinen Video. Jetzt ist ja schon wieder ein Jahr um. Ich habe wenig Videos gemacht. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was soll ich euch anbieten. Ja, es ist wirklich schwierig für mich. Das Leben ist so, manchmal langweilig, manchmal anstrengend, oft improvisiert, so wie jetzt das Video auch, das ist nicht vorbereitet. Und dadurch wirken die Videos bei mir ja immer so langatmig und oh ja, laber nicht so viel, bla bla. Oder oh, zeig das doch mal ordentlich ausgeleuchtet und so. Das hat man über die letzten Jahre, dass ich es eben gezeigt habe, wie es wirklich ist in so einer Werkstatt. Ja, nun ist es so, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, das Haus hier ist verkauft worden. Die Räumlichkeiten hier werden nicht mehr lange so mir zur Verfügung stehen, weil irgendwann ein hippes Unternehmen kommt, was sagen wird, pass auf, wir machen hier so eine trendige Bar rein, was ganz flippig geht. Oder eine Arztpraxis oder so. Ja, man muss hier noch so 100, 150.000 reinstecken in das Ding, aber dann ist es auch wirklich eine geile Location. Also es ist wirklich ein schöner Keller. Ich habe gern hier drin gearbeitet. Nun, da ich für mein Leben genug Projekte habe, ist jetzt Folgendes angesagt. Und zwar werde ich jetzt ein paar Sachen einfach loswerden müssen. Am liebsten will ich eigentlich alles weg. Ja, die ganze Arbeit, die ganzen Sorgen. Ich mache mir jeden Tag mal in den Kopf, was mache ich mit diesen Sachen, die ich habe. Ich habe so viele Sachen. Ich lebe gerne mit diesen alten, antiken Sachen zusammen. Also sowas wie hier, diesen Schrank. Weil der ist ja durchaus, sowas ist einfach toll. Sowas hat Qualität, sowas hat Bestand. Sowas ist in 100 Jahren noch existent, während so ein IKEA-Möbel nach einem Umzug auseinanderfällt. Das gleiche gilt für die Fahrräder, die ich ja da noch habe. Ich habe wirklich viel abgegeben. Wirklich, wirklich, wirklich viel. Also bestimmt an die 50 bis 100 Räder und Rahmen sind weg. Aber ich habe auch immer noch 130, 150 Räder da. Jetzt wäre es einfach total genial, wenn sich einer finden würde, der sagt, ey, pass auf, 100 Stück nehme ich dir ab. Erstmal bam, so und fertig und weg. Erstmal, weil ich dachte auch, mein Sohn übernimmt's. Das hat nicht geklappt. Er hat eine andere Arbeit gefunden. Ich würde die ganzen Räder abgeben, komplett als Bundle oder natürlich auch einzeln. Und ich wollte jetzt einfach mal demnächst vielleicht ein paar Videos reinstellen. Heute wollte ich mal mit einem anfangen, mit einer Sache, die ich verschenke. Und die ich frei zur Verfügung stellen würde für jemanden, der einfach Interesse hat und noch ein bisschen Zeit in seinem Leben findet, die ich dafür definitiv nicht mehr finde, noch ein Rad aufzubauen, was sich eventuell lohnt. Für mich hätte es sich gelohnt, deswegen habe ich den Rahmen nie verschrotten können. Also hier geht es um einen Fahrradrahmen. Und zwar um den hier. Diamondback Fahrradrahmen. Naja, ganz typisch 90er Jahre, wie man sieht, ne? Also so für mich ist das so diese 90er Nummer. 100% True Temper, Chromo made in the USA. Stimmt in dem Fall nicht. Also okay, sagen wir mal, da steht made in Taiwan, da steht made in the USA. Das steht oben, liest man zuerst. Das liest man, wenn man dann nach Hause kommt. Ne, designed in USA. Also das Design ist noch alt. Haben selber wurde denn schon gefertigt in Taiwan. Zusammen gebraten. Dennoch ein schönes Stück und bestimmt lohnenswert. Rein vom Kultstatus her. Dieses Teil würde ich quasi so abgeben an jemanden, der hier vorbeikommt und es abholt. Versenden tue ich es nicht. Das mache ich nicht. Ich habe grundsätzlich für Fahrräder leider, sonst hätte ich die alle auch schon weg. Tatsächlich, es gibt keinen Versand. Ich glaube mehr, dieser Hermes macht das nicht mehr. Ansonsten hätte ich die alle in eBay reingekloppt. Egal, was es gebracht hätte, nach dem Motto, hätte ich sie alle reingekloppt. Hintereinander weg, das wären dann einmal, das wären, was weiß ich, eben 200 Auktionen gewesen, die dann alle ab 1 Euro starten. Und dann wäre die Schose weg. Wäre schon lange erledigt. So, jetzt quäle ich mich schon über ein Jahr mit den Dingern rum, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe, ja. Die alle irgendwie. Also verschrotten geht ja eh nicht. Es geht einfach nicht. Kann ich nicht. Tut mir leid. Müsst ihr jetzt durch. Da müssen halt die Leute ran, die noch Interesse an sowas haben. Schaut ihn euch an. Das ist ein toller Rahmen.
Der ist nicht gestaucht oder so, Stahl geschweißt. Klar, nicht Stahl gemufft, ne? Nicht gestaucht. Die Schalen sind noch drin. Das Lager ist noch drin, ist aber tot. Das Lager muss raus. Ja, das habe ich alles noch nicht gemacht. Also das ist natürlich auch ein Projekt. So eine Sachen stehen ganz hinten an. Das ist einfach nur so ein Ding, wirklich, es war zu schade zum Wegwerfen. Wer sich diesem Projekt annehmen möchte, möge sich doch gerne melden. Und die nächsten Tage werden dann so ein paar weitere Sachen, auch mal Kleinteile oder so. So was kann ich durchaus dann auch versenden, wenn dann irgendwie was in Kisten ist oder so. Ja, das wird dann auch kommen demnächst. Und es muss halt weniger werden. Es muss einfach weniger werden. Zu dem anderen Rad, wo ich da ist ja auch, mein anderes Manko ist ja, dass ich nicht aufhören kann mit Fahrrädern, so richtig, so privat zumindest. Also habe ich hier noch, habe ich doch diese Federgabel, da ein paar Videos gemacht. Da hängt es noch, es ist seitdem nichts passiert. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe nur mit den Kindern zu tun zurzeit, GT Backwoods. Das ist eigentlich ein schöner Zustand, muss nur gesäubert werden, die Lager müssen neu gefettet werden, dann wird es wieder zusammengesetzt. Ja, das ist mal so, damit ihr das auch mal aufgelöst habt. Ja, da wurde ja gefragt, zeig mal ein Video vom ganzen Rad oder so, zeig mal ein Bild vom ganzen Rad oder sag mal, was für ein Rad das ist. Ein schönes GT. Ich mag GT. Ich habe ein paar GTs, die bleiben dann auch. Also das ist, die müssen einfach bleiben. Das hier ist so ein GT, da ist, bis auf die Gabel, sag mal, die ist wirklich speziell. Aber der Rest ist so, ja, schön, aber fahrbar. Also jeden Tag fahrbar, überall hinfahrbar. Also das kann man auch mal, ich sage jetzt so leichtfertig, stehen lassen. Natürlich muss man es anschließen. Und wie gesagt, demnächst kommen noch ein paar Videos mit so ein paar anderen Sachen und noch so ein paar anderen Rädern und ein paar anderen Projekten. Wenn sich da jemand findet für diese 100 Fahrräder, die definitiv Geld wert sind, gerne anschreiben. Sagt einfach Bescheid, ob es da irgendjemand gibt oder ob es da einen Trupp gibt, der sagt, okay, das machen wir, das übernehmen wir, da machen wir weiter. Das sind natürlich, da sind auch wirklich Raritäten bei. Alle anderen Sachen, die sich so für nicht so lohnen oder wo sehr viel Arbeit drin steckt, wo man wirklich sehr viel Arbeit noch reinstecken muss, die werde ich dann hier eben verschenken und oder hier anbieten, aber auch mit einem kleinen Video dazu jedes Mal. Also achtet einfach mal drauf demnächst auf die Videos, wenn ihr aus der Nähe seid oder wenn ihr euch das leisten könnt. Mir geht es darum, dass es ein Platz ist hier, dass ich das hier ein bisschen freikriege. Der Raum kostet mich ja auch jeden Monat Geld. kann man sich halt sparen. Wisst ihr, wie das ist? Jeder, der ein Haus hat, jeder, der einen Hof hat, jeder, der einen Garten hat, auch nur, weiß Bescheid, sowas kostet und nicht nur Zeit, aber natürlich auch das, auch Zeit. Ja, und dann war jetzt letztens auch noch ein Einbruch hier drin, also hier wurde aufgebrochen. Das Fenster haben sie mir sowieso zum dritten, vierten Mal hier eingedrückt. Ja. Das kleine Fenster kam sie nur nicht weit. Dann wurde die Tür hier aufgehebelt, dann wurden alle Kisten, alles, was hier schon gepackt war, hier wurde alles rumgeworfen, rumgesucht, ja, nach Kram, nach wertvollen Sachen. Hier wurden sich Taschen schon zurechtgepackt und naja, also das ist ja auch noch hier, ich bin nicht mehr jeden Tag hier, also dann brechen die Leute hier ein einfach, ja. Das ist aber auch wirklich, also Berlin ist wirklich furchtbar manchmal. Das ist eine Katastrophe. Das habe ich auch neulich erst gekauft, das Rad. Also ich bin ja auch so einer, ich kann es nicht lassen. Das habe ich gekauft. Das Bickerton habe ich neu. Das kennt ihr. Das habe ich neu. Das habe ich für mich gekauft. Fand ich so geil. Ich liebe dieses Rad. Oh, Mann, ich liebe Alpinstar. Mongoose Evoque, den Rahmen kennt ihr vielleicht schon. Der hing schon immer hier. Denkt ihr? Nee, das ist ein anderer. Das ist ein zweiter. Den musste ich kaufen, weil ich schon einen habe. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Also, ein bisschen, wie sagt man? Leidenschaft. Fetisch. Es ist einfach Fetisch. Ja, hier kommen so eine Sachen. Das ist auch ein Rad, das wollte ich fertig machen, so als Strandfahrrad für mit, ach, naja, also alle so blöde Gedanken, die man hat, ja. Gut, sag mal so, 19 Minuten gequatscht, das reicht. Schluss mit dem Gelaber, sag ich mal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Meldet euch so schnell wie möglich, wer es abholen kann, soll gerne vorbeikommen. Also bis dann, macht es gut, ciao, sagt der Tommy.